Tag zusammen. Die Chaos Westbühne auf dem RC3 hier. Einen schönen guten Abend an euch da draußen. Und bei unserem nächsten Talk kommen wir quasi zu einer Kindheitserinnerung von mir, die süßer und klebriger eigentlich gar nicht sein könnte. Es geht nämlich um Waffeln. Und da werden jetzt viele sagen, naja Gott, eine Waffel ist halt auch nur ein Pancake mit Sixpack. Ne? Aber was dem Maler die Staffelei ist, dem Feinbäcker das Waffeleisen. Und was man mit einem Waffeleisen außer normalen Waffeln backen kann, das seht ihr jetzt in der dezentralen Co-Produktion von L3D, Norberta und Venti, inklusive Live-Schalte zwischen Bodensee und der Seabase in Berlin. Das Ganze garniert mit hochwertig produzierten Einspielern. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen etc. pp., das Ganze könnt ihr natürlich loswerden. Am besten mit den Hashtags Waffelshow und natürlich RC3 CWTV versehen. Und ja, der Teig ist quasi fertig, der ist quasi ganz berührt, der kann schon gar nicht mehr kaum erwarten. In diesem Sinne also viel Spaß mit dem Talk State of the Waffle und guten Appetit natürlich. Genau, hallihallo, herzlich willkommen zum Talk State of the Waffle. Wir haben ein Intro für euch vorbereitet. Ja, genau. Herzlich willkommen. State of the Waffle. Die Live-Schalte zwischen Bodensee und Berlin. Hallo Seabase, seid ihr da? Findet den im. Hallihallo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich. Ich kann euch hören, aber noch nicht sehen. Aber wir arbeiten dran, weil ganz so schnell, wie unser lieber Herald das angekündigt hat, sind wir leider noch nicht, sondern die Zutaten stehen bereit zum Teigmischen. Und von daher lege ich einfach mal los. Ihr wisst. Okay. Genau. Genau. Ja. Ihr wisst das ja noch, in so einem Waffelteig. Da machen wir Eier rein. Da habe ich schon mal ein paar Eier vorgestellt für euch. Außerdem kommt der Zucker rein auf die etwas reduzierte Größe, so ungefähr eine halbe Tüte. Und ein halber Liter Milch. Das Ganze rühren wir um. Bereiten so lange das Mehl vor. Genau. Ebenso eine kleinere Variante des Waffelteigs kann man zum Beispiel ein halbes Kilo Mehl reintun. Zusammen mit etwas Vanillezucker. Und natürlich Backpulver. Ihr seht also, wir kochen auch nur mit ganz normalen Zutaten, die ihr auch morgen wieder erwerben könnt. Bei euren normalen Läden eures Vertrauens.
Genau. Ich habe da auch schon Butter geschmolzen. So 2,5 Pakete. Da machen wir doch noch das restliche Mehl rein. Und eine Prise Salz. Na gut, eine üppige Prise in diesem Fall. Und noch einen großzügigen Schluck Mate. Vielleicht so eine halbe Flasche. Jetzt passend zur Jahreszeit die Wintermate. Leider noch nicht in der RC3-Edition. Genau, gut verrühren das Ganze. Und je nach Anwesenheit von Kindern mit etwas Rum bereichern. Aber nicht zu viel. Und nach gar nicht so langer Zeit hat man ihn fertig, einen wunderhübschen Waffelteig bereit zum Loswaffeln. Ja, wie sieht es denn bei euch da drüben aus, Berlin? Habt ihr auch schon einen Teig? Ja, eine große Schüssel voll mit leckerem Waffelteig. Jetzt hatten wir natürlich hier auf der Seabase noch eine besondere Idee, weil ihr habt letztes Jahr auf dem Kongress diese leckeren Dönerwaffeln gemacht. Erinnert ihr euch? Die waren richtig toll und die ganze Halle, wo ihr euren Stand hattet, die hat nach Waffeln geduftet. Das war total toll. Und wir hatten jetzt gedacht, wir müssen noch einen Berliner Touch in die Waffel reinbringen. Und da ihr letztes Jahr den Döner ja schon da reingemischt hattet, haben wir hier uns echt Gedanken gemacht. Was tun wir da noch zusätzlich rein? Und nach einem wirklich langen, intensiven Brainstorming sind wir auf die Currywurst gekommen. Interessant. Und ja, genau, die werde ich jetzt da noch reinmischen. Und der liebe Wiz hatte einen besonderen Wunsch, ordentlich Knoblauch dran. Er hat den persönlich vorbereitet, den werde ich da auch reinmischen. Dafür muss ich mich natürlich vorbereiten in den heutigen Zeiten wegen der Hygiene und so. Also werde ich nochmal diese Maske hier, also den Mund-Nasen-Schutz oder Mund-Nasen-Bedeckung oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, aufsetzen. Die großen Schutzhandschuhe anziehen. Und zusätzlich die Currywurst in den Teig mischen. Freue mich schon voll drauf, Currywurst. Nebenbei habe ich im Vorfeld schon so gedacht, ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwo aufgeschnappt wird von wegen Lizenz. Und so, weil es ja mal jemand gab, der die Currywurst besungen hat. Wenn ich das zu oft sage, dass wir dann irgendwo landen. Okay. Ihr wisst schon. So, und für Riss extra viel Knoblauch. Lecker. Ja, Knoblauch ist immer gut. Ja, aber Knoblauch ist immer gut. Wisst ihr, was uns auf der Seabase ausgegangen ist? Floramaten. Oh nein. Oh nein, das ist ja echt schlecht. Das ist ja echt schlecht. Ja, das ist total doof. Die muss da unbedingt noch rein. Es ist eigentlich unmöglich, dass auf der Seabase die Floramatte ausgeht, aber wir haben heute keine mehr finden können. Hast du uns vielleicht noch, hast du was, was du uns rüber schicken kannst? Also ich hätte hier noch eine Floramatte da. Oh, das wäre total toll. Wie der Zufall so will, habe ich auch ein bisschen Rohpost da. Ja, wir können das mal versuchen. Super, wir haben eine ganz neue, tolle Rohrpoststation hier. Mal gucken. Ja, wir haben für die Fahrt natürlich auch
Mal schauen, ob wir die Kamera, die hier mit eingebaut ist, sehen können. Ja, L3D, du machst. Ah, ich höre da was. Da kommt irgendwas. Komm. Jetzt kommt die wichtigste Zutat. Super, jetzt kommt die wichtigste Zutat noch in den Teig. Ist natürlich jetzt viel Druck drauf, ne, nach dem langen Weg. Da muss ich das erst noch mal ein bisschen an die Seite stellen. Damit die mir hier nicht hochgeht. So. Genau. Jetzt ist es so, ich bin ja das erste Mal dabei in der Waffelshow und ihr wolltet uns noch mal rüberbringen, wo die Waffel eigentlich herkommt. Erzählen. Und mit dem lieben Venti habe ich mich da vor ein paar Wochen getroffen und wir haben das Ganze mal rausgefunden, wie das denn war mit der ersten Waffel. Von daher, der erste Einspieler war Falter. Ja, L3D, du machst ja Waffeln. Ja, manchmal. Ach was? Ja, tatsächlich. Wow. Wusstest du eigentlich, wie die erste Waffel damals entstanden ist? Nö. Aber kannst du mir das nicht vielleicht erzählen? Ja, das steht in meinem. Ich habe das hier in meinem Buch. Sehr gut vorbereitet. Das Waffel, ja, ja. Perfekt. Das große Waffelbuch. Das ist schon viele, viele Jahre her, also Jahrhunderte sogar, damals, als das Internet noch schwarz-weiß war und jemand in der Ecke Klavier gespielt hat dazu. Ui. Damals aß man den Teig noch roh, der hieß auch nicht Waffelteig, sondern nur Teig, also roh, ne? Also flüssig. Machen manche Leute ja auch heute noch, weil Waffelteig. Das ist ganz lecker. Lecker. Aber ja, nun, so auch im fernen Island begab es sich, dass ein junges Mädchen namens Vafaldursdottir einen großen Krug Waffelteig zu ihrer Großmutter bringen wollte, damit die alte Oma auch mal was Leckeres zu essen hat. Sehr liebes Kind, ja. Ja, sie lief da halt so, war so unterwegs, ne, zu Fuß. Und Island ist zu Fuß, ne, ein recht großes Stück Land, als plötzlich ein riesiger Vulkan mit unaussprechlichem Namen, mit mindestens 15 Zeichen, die keine Sau kennt, ausbrach. Und Vafalda konnte sich noch knapp retten, sie ließ allerdings den Tonkrug fallen. Der zerbrach und wurde unter einer Schicht glühend heißer Lava begraben. Vafalda selbst, also sie wurde von allen nur Vafalda genannt, weil Vafaldursdottir ist halt so ein bisschen, als ob man eine Waffel im Mund hätte. Rannte zurück ins Dorf und es ist ihr aber nichts passiert. Zum Glück. Zum Glück, ja. Der Oma auch nicht. Oh, nur die hatte dann halt keine Waffeln, keinen Waffelteig. Ah gut, den kann man ja neu machen. Ja. Ein paar Jahre später hat man dann da, wo Vafalda den Tonkrug fallen gelassen hat, gegraben. Und man fand unter anderem die Tonscherben, aber auch den Waffelteig. Der war ganz flach gedrückt und hatte aus einer Laune der Natur heraus ein ganz lustiges Muster, so quadratisch, praktisch. Oh, cool. Gut. Cool, ja. Ja. Und jemand hat sich dann auch nicht nehmen lassen, mal ein Stück davon zu probieren und fand, kann ich lecker, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker drauf, so, oder Chili-Honig. Mhm. Ja. Ja. Ja, und dann hat man sich überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht immer so? Naja, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, immer einen ausbrechenden Vulkan zu finden, wo man dann die Tonkrüge mit Waffelteig... Ja, naja, du weißt ja, wie das ist mit so Erfindungen. Die meisten Erfindungen werden durch Zufall
erfunden. Das ist wie Louis Pasteur mit der pasteurisierten Milch. Dem ist auch das Haus abgebrannt und in der Ruine hat er dann noch eine Flasche Milch gefunden. Und sich gedacht, na, die kann man sicher noch trinken. Und der hat dann auch angefangen auszurechnen, wie viele Häuser er in Frankreich niederbrennen muss, um für einen Tagesbedarf. Aber der damalige, also der König war da oder Präsident oder der war da nicht so begeistert davon, obwohl Pasteur gesagt hat, ja, man kann ja unterdessen auch wieder versuchen aufzubauen. Ja. Ne? Aber ja, naja, jedenfalls dasselbe Problem hatten sie auch in Island. Ja. Hat sich aber jemand überlegt, wir haben doch diese Geysire. Stimmt, ja, die gibt es da. Da kommt heißes Wasser raus, aber heißes Wasser und Teig. Ja. Wird vielleicht ein bisschen flüssig, der Teig dann. Teigschorle. Ja. Nee. Also hat man sich überlegt, man könnte ja, man muss ja auch irgendwie, also die Lava hat den Teig platt gedrückt. Also nehmen wir einen Stein, einen flachen Stein, legen den auf den Geysir. Der Geysir bricht aus, erhitzt den Stein, der Stein fliegt weg durch den Druck des Wassers. Und da stellt sich dann das nächste Problem. Man weiß nicht genau, wo der landet, weil den zweiten, du hast ja noch einen zweiten Stein mit dem Teig drauf. Mhm. Der muss ja da liegen, wo der erste Stein angeflogen kommt. Ne? Und dann, oder? Ja. Platsch. Und pff, und back. Dass man die Waffel danach noch wenden muss und das Ganze noch ein zweites Mal, damit sie gut durch ist, das ist dann noch ein weiteres Problem, aber da kommen wir noch dazu. Ja, jedenfalls musste dann halt jemand mit dem Teigstein, den nannte man so, quasi rumrennen. Oh, hey. Die Leute riefen dann so, nach links, das andere links. Schön. Je nachdem, wie gut der Fänger war, gab es dann entweder Waffen oder halt Verletzte. Ja, das ist, man munkelt auch, dass die Isländer Waffelbäcker den Helm erfunden hätten, aber ganz sicher ist man sich da noch nicht. Ja, jedenfalls war das ein bisschen aufwendig, aber in manchen Regionen der Welt wird das auch immer noch so gemacht. Allerdings werden da keine Waffeln gebacken, sondern da wird dann Baseball gespielt. Mhm. Weil es schon... Fireball. Das ist dann halt leider nicht mit Waffelteig. Ja, es ist komplett sinnlos, aber hey, die Leute haben Spaß. Das ist auch wichtig. Ja. Wo war ich? Island. Waffeln. Genau. Wir haben diesen Teig jetzt gefangen mit Waffelfängern und dann wurde das durch das die Hitze wurde vom Stein durchgebacken. Und dann danach gewendet, zweiter Stein drauf, Zweitgeisier. Wieder gefangen und zack, war die hatte Waffel. Erstmal die Steine noch weg, weil sonst crunchy. Ja, zu crunchy ist eigentlich. Steinwaffel. Genau. Zum Glück hat man dann später die Elektrizität erfunden und hat festgestellt, dass man damit Eisen heiß machen kann. Das ist praktisch. Genau. Und man hat dann eine Konstruktion, also von einem, quasi ein Eisen, wo man den Teig so draufgießen kann und dann zuklappen und dann steckt es auch von oben herab und von unten herauf quasi zur Mitte hin die Waffel durch. Und wenn man zu lange wartet, dann wird sie schwarz, aber das ist, ja, wie man es halt mag. Das alte Waffelbäcker-Sprichwort lautet ja auch, once you're black, you don't go back. Ja. Jedenfalls hat sich das dann so eher durchgesetzt und die Waffel wurde massentauglich. Ach cool, und dann daraus wird dann das heutige Waffeleisen, das man kennt. Genau. Ja, cool. Das ist eine faszinierende Geschichte. Wusste nicht, dass das so ist, aber wieder was gelernt. Genau, und weil eben Wafalda die erste war, die quasi, wenn auch unbeabsichtigt, die erste Waffel gebacken hat, wurde die Waffel nach ihr benannt. Aha. Und damit auch der Waffelteig. Ja, und bei uns heißt das nicht Waffelbar, sondern Waffel. Waffel, genau. Cool. Weil
man hat ja nicht immer so viel Zeit. Ja, das stimmt. Waffel haben wir uns dran gewöhnt. Wollen wir jetzt auch nicht mal umbenennen. Ja, so war das. Ja, cool. Danke. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und damit zurück in die Live-Show. Ja, hallo. Willkommen zurück. Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder hier seid. Genau, so war das mit der ersten Waffel in Island und den Tonkrügen mit dem rohen Waffelteig. Wie ihr in der Seabase ja schon vorher bemerkt habt, mehr Knoblauch ist dabei sehr wichtig. Von daher, mehr Knoblauch. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, Knoblauch ist gesund, ne? Und es hält die Vampire ab. Also, ich kann es nur empfehlen. Knoblauch halt, ihr wisst schon. Genau, das mit Island finde ich übrigens sehr, sehr spannend. Überhaupt keine Ahnung, ich war dieses Jahr in Island. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade von irgendwem Audio bekomme. Und ganz liebe Grüße an meine Reisegruppe an dieser Stelle. Einfach mal. Einfach mal, weil es besondere Zeiten sind. Und unseren tollen Reiseführer Aussi. War richtig schöne Zeit. Und der hat uns gar nicht erzählt, dass die Waffel aus Island kommt. Aber jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Und meine Kollegen und Kolleginnen hier auf der Seabase auch. Ja, sehr schön. Dann ziehe ich mir mal wieder meine ganze Schutzmontur an. Ich werde dann nämlich jetzt mal die erste Waffel machen. Und gucken, wie die so schmeckt. Es duftet auf jeden Fall schon total gut. Ein bisschen Öl, ganz wichtig, damit der Teig hier nicht festpappt. So, hier auch. Wes hat extra gesagt, sparsam umgehen mit dem Öl. Okay, machen wir so. Dann werde ich mal die erste Waffel da reintun. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens noch die Floramatte hier reingerührt. Die gehört ja da rein. Alles gut gegangen. Und jetzt. Schön verteilen. Und jetzt breitet sich schon jetzt ein Duft aus auf der Seabase. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du auch schon eine Waffel vorbereitet in deinem Waffeleisen? Hörst du mich am Bodensee? Hallo. Sonst, ja, bei mir im Waffeleisen habe ich noch keine Waffen vorbereitet. Hallo, ja, ich höre dich am Bodensee mit etwas Delay. Ist ja immerhin eine sehr weite Strecke. Also, wir haben einen weiteren Clip, und zwar Knoblauch haben wir vorbereitet als Einspieler.
Genau, das war Knoblauch, sehr wichtige Sache. Und weil es nie genügend Knoblauch geben kann, der ganze Spaß nochmal. Mehr Knoblauch! Genau, hallo und wieder zurück. Viel ist hier passiert, sehr viel Knoblauch, davon brauchen wir unbedingt mehr. Und wie sieht es denn da drüben aus bei euch in der Seabase? Wird da schon fleißig gedopt? Auf der Seabase, auf unserer Raumstation. Und ich mache mittlerweile die zweite Waffel. Es wird auf jeden Fall fleißig gewaffelt. Die Handschuhe haben ein bisschen gestört, deshalb habe ich sie mal ausgemacht. Muss halt aufpassen. So, Nikira, zum Vorkosten bekommst du die erste Waffel. Also es duftet wahnsinnig gut hier. Also die Leute, die hier so hinter der Kamera sind, denen läuft das Wasser im Mund zusammen. Hallo. Hallo. Hier, ein wunderhübsches Waffeleisen, vorbereitet für euch. Duftet es bei dir dann auch schon so gut, L3D? Ich höre dich gar nicht. Okay, dann erzähle ich noch ein bisschen. Die Lampe leuchtet. Aha. Da bin ich jetzt gespannt, wie sehr es am Bodensee duftet nach Waffeln. Also hier ist es toll. Richtig schön herzhaft. Currywurst. Ja, was passiert denn bei euch da drüben? Ja, wir warten auf die nächste Waffel. Die erste ist fertig, die zweite ist im Waffeleisen. Was ist denn die Geschichte der Waffel? Ja. Also die Geschichte der Waffel, haben wir gehört, die kommt wohl aus Island, laut der tollen Geschichte, die eben wir alle hören durften. Aber es gibt da ja auch so Waffelmythen. Genau, wir haben hier nicht wirklich die Standardwaffeln, sondern die Langzogenwaffeln, wie ihr sehen könnt. Wunderhübsch, etwas dunkel. Eine wunderbare Waffe. Die sind nicht rund, sondern länglich. Ist auch schön. Und bestimmt nicht zum Doping geeignet. Warum Doping? Das erfahrt ihr im nächsten Clip.
L3D, du machst ja Waffeln. Ja, gelegentlich. Ach was? Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass schon bei den antiken Olympischen Spielen Waffeln vorkamen? Nein, wusste ich nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, die haben die Waffeln als Diskusscheiben, also als Frisbee quasi. Hui! Ja, geht auch mit Vorhand. Mhm. Ich bin Linkshänder. Rum. Rechts, links. Ja, haben die als Diskusscheiben benutzt. Das Problem war, dass irgendwann jemand gemerkt hat, dass wenn er die anknabbert, die leichter wird und sie weiter fliegt. Ja, und du hast dich davor natürlich dann nochmal extra mit Zucker gestärkt. Und das auch, das ja. Das ist ja quasi Doping. Ja, das war dann auch der erste Dopingskandal. Ui. Alles wegen der Waffel. Das Problem war auch, dass so eine angeknabberte Waffel ja eine gewisse Unwucht hat und dabei dann auch Gefahr für die Zuschauer bestand. Ja, das glaube ich. Und so wurden dann die Diskusscheiben, die geworfen wurden, hat man dann aus Stein, Ton, irgendwas Ungenießbarem gemacht, weil da bestand weniger die Gefahr, dass da jemand was anknabbert. Dann habe ich in Heiland gemerkt. Das hat aber bestimmt zu viel Aufstand in der damaligen Bevölkerung geführt. Naja, Also keine Ahnung, man kennt das ja, den großen Waffelkrieg von 420. Ach so, nee, ja, das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Das war eher die Rundwaffler, also die, ne, ach so. Wissen schon, die Kugelwaffler gegen die Flachwaffler. Das heißt, die haben dann... Ganz genau weiß man das auch nicht mehr. Die haben dann eine runde Waffeldiskus... Nö, Kugelwaffel, Kugelstoßen. So, Waffelstuhl. Kugelstoßen. Ui. Ja. Ja, schade, dass das heute nicht mehr aus Waffelteig gemacht wird. Ja. Das ist sehr witzig. Was es heute dafür gibt, ist das Hammerwerfen. Das ist eigentlich, früher haben die da Waffeleisen am Kabel. Aha. Ja gut, ist ja vielleicht besser. Jetzt hat man mehr Waffeleisen zum Waffeln backen, statt zum Werfen. Richtig. Aber ich würde ja gerne mal sehen, wie so ein Hammerwerfer Hammer... Was hämmert der eigentlich? Ist ja gar kein Hammer. Ist ja kein Hammer, ist ja ein Werfgerät. Naja, was wissen wir schon von Sport? Keine Ahnung. Und damit zurück ins Studio. Genau, herzlich willkommen zurück. Da die Kommunikation zwischen Seabase und hier etwas kompliziert ist, versuchen wir es mal mit einer Rohrpost. Hier eine klassische Flasche Mate, die Rohrpost Seitenstraße habt ihr ja schon gesehen und ab dafür. Einmal Rohrpost rüber und blip ab! Jetzt neu bei Ihrem Bäcker, die Kryptowaffel mit Vollteigverschlüsselung. Live-Feed der Kamera zu sehen sein, wie die Rohrpost von hier vom Bodensee nach Berlin geht. Vielleicht können wir die Satellitenkommunikation noch im Playback, sollte ein Zeitstraßenblitz bleiben, der hier zeigt, wie die Warte rüberfliegt. Shit, okay. Dann, zurück zur Seabase.
angekommen. Juhu! Durch die Weiten des Universums gereist. Aber ich finde, bei euch da drüben am Bodensee, da fehlt noch ein bisschen Cyber. Ich habe da eine Flasche Cyber für euch. Die schicke ich mal an euch zurück. Seid ihr bereit? Okay, dann weiter mit dem nächsten Clip. Jetzt neu bei Ihrem Bäcker, die Kryptowaffel mit Vollteigverschlüsselung. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Bitte entschuldigen dieses Chaos hier zwischen uns. Das ist etwas chaotisch und die Kommunikation zwischen den Chaos-Studios klappt nicht ganz so, wie wir uns das erhofft haben. Aber wir machen einfach das Beste draus. Ich mache mir eine Waffel. Ich beliebe sie mir. Und zwar mit etwas Puderzucker und dann noch etwas Apfelmus dazu. Was man in dieser Kameraperspektive vielleicht nicht perfekt sieht, aber das ist, das kriegen wir auch noch geregelt. Und wir haben einen Clip für euch vorbereitet. Bitte der nächste Einstieg. Ja, Waffel. Hey, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir, Venti? Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen. Weiß nicht. Oh nein. Ja. Hast du irgendwas da? So, lass mich mal überlegen. Doch, ja, hast du es schon mal mit einer heißen Waffel versucht? Was, heiße Waffel? Schläft's? Moment, ich habe da was vorbereitet. Hey Gott! Heiß! Halt still! Es wirkt nicht, wenn die Waffel verrutscht. Au, lecker. Nein, nein, erst essen, wenn es kalt ist. Die ist ausgependelt. Wieder hier seid. Wie das so ist, die Waffeln, manchmal könnte man meinen, sie sind ganz gut zur Heilung, irgendwie heiße Waffel auflegen, habt ihr gerade gesehen. Etwas exotisches Konzept, aber unüberhörbar gab es da eine Wirkung. Auch hier gab es wieder ein paar leichte Bildfehler, deswegen Entschuldigung, dass hier gerade die Kamera ausgefallen ist. Aber per Waffel auflegen, das ist nicht die einzige Sache, die man mit Waffeln machen kann, sondern natürlich auch eine homöopathische Wirkung ist bei der Waffel nicht zu übersehen. Und hier der unübertroffene Beweis dafür ist im nächsten Einspieler. Du, Venti? Ja? Kennst du schon die homöopathische Wirkung der Waffel? Nein. Ja, also normalerweise ist das ja bei der Homöopathie so, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Ja. Genau, aber... Also, wobei, ich kenne da jemanden, dem sind von Homöopathie alle Haare ausgefallen. Büschelweise. What? Also... Von Waffeln fallen dir zum Glück nicht büschelweise die Haare heraus. Oh, das ist gut. Aber in großen Mengen wirkt die Waffel auch homöopathisch über den Placebo-Effekt hinaus. Nein! Doch! Oh! Und zwar, also, wenn du ganz viele Waffeln isst und das über einen langen Zeitraum hinweg, dann also hat das eine nicht übersehbare Wirkung. Om nom nom.
Genau, eine nicht zu übersehende Wirkung, das hat das wohl. Kann keiner bestreiten, der das gesehen hat. Von daher, die Waffeln, sind sie jetzt irgendwie hügelig, sind sie flach oder vielleicht mit Sahne? Man weiß es nicht genau. Von daher schaue ich mir jetzt den nächsten Clip an, bei dem es auch über die Höhe der Waffeln geht und gebe danach zurück nach Berlin ins Studio. Der nächste Clip und... Okay, das wäre jetzt die Rohpostkapsel, die nach Berlin fliegt. Können wir was sehen? Hallo Berlin, seid ihr da? Einfach rüber zu euch. Ja. Einfach rüber zu euch. Ja, hallo. Also ich höre hier schon was ankommen. Die Rohrpost. Ah, super, guck mal. Vielen Dank. Da ist sie. So, lieber L3D. Ich weiß, wir haben dich ein bisschen auf die Folter gespannt. Also, du hast bestimmt gedacht, einige von uns hätten dich vergessen, aber nein. Der L3D hat heute Geburtstag. Wir wünschen dir alles, alles Liebe. Das ist einmal die Crew, die mit in dem Waffelchat war und alles mit vororganisiert hat. L3D, hab einen hervorragenden Tag. Diese Waffelshow macht Spaß, trotz aller Probleme. Bald sind wir wieder bei dir. Alles Gute, L3D. Hallo zurück. Danke sehr. Sehr freundlich von euch. Und wir haben da was vorbereitet. Und zwar, wie ist denn das mit der Waffel und Schokolade? Und eignet sich das als Belag oder nicht? Man weiß es nicht genau. Wir schauen uns das einfach an. Du, L3D, du machst doch Waffeln. Doch, ja, hört man manchmal von. Mhm. Aber in dem, was ich jetzt erzähle, geht es gar nicht um Waffeln. Oh. Sondern um Schokolade. Oh, Schokolade habe ich auch schon mal gegessen. Das ist ganz gut. Mhm. Ich mag ja vor allem diese weiße Schokolade, die ist ganz geil. Ja, das mit der weißen Schokolade. Wusstest du, dass die ganzen überzähligen Schokoläuse... weiß schon was, die Weihnachtsmänner. Ja. Ja. Die werden eingeschmolzen zu Osterhasen. Ja, macht Sinn. Ja. Und jetzt kommt's. Die ganzen Osterhasen, also die überzähligen, die werden eingeschmolzen. Okay. Zu Weihnachtsmännern. Ja, natürlich. Irgendwie müssen die Weihnachtsmänner ja auch entstehen. Mhm. Richtig. Das Problem ist jetzt nur, dass du bei einem einzelnen Weihnachtsmann oder Osterhasen nicht weißt, wie in der wievielten Iteration der jetzt ist. Ja, doch, das ist schwer zu sehen. Aber man weiß ja auch, dass Schokolade, wenn sie nicht mehr ganz frisch ist, so einen weißen Film bekommt. Und jetzt frag dich noch mal, wo die weiße Schokolade herkommt. Yeah.
Genau, die weiße Schokolade. Ja, wer weiß, ob das so stimmt, ne? Vielleicht, viel ist passiert heute Abend, viel Technik ist explodiert, viele Leitungen sind zusammengebrochen, aber ich sehe, noch ist in Berlin das Waffeleisen am Dampfen. Es sind, genau. Habt ihr uns noch was mitzuteilen, Berlin? Und danach der nächste Clip. Ja, natürlich. Zum einen möchten wir dir natürlich gerne die Waffe rüberschicken. Die habe ich hier in diese Cyberflasche gepackt. Und die schicke ich dir jetzt mal rüber. Gut. Das machen wir doch gerne. Das ist doch gut. Das machen wir doch gerne. So, Achtung. Die Kerze lassen wir hier aus Sicherheitsgründen. Ne? Also, auf geht's. Ja, das haben wir natürlich auch. Wir haben unser Berliner Waffelrezept nochmal zusammengefasst, weil wir haben ja unsere Currywurst da reingemacht. Und der Stabik war so nett und hat mir das per Telegram geschickt, das Rezept. Wobei es natürlich auch auf der Homepage zu finden ist, wenn das jemand nachbacken will. Also, einen halben Liter Vollei, eiklar. Oder 10 Eier, wenn ihr es lieber mögt. 250 Gramm Zucker, 625 Gramm Butter, 50 Gramm Backpulver, sind ungefähr 3 Packungen, 1 Liter frische Vollmilch, Haarmilch ist, ja, schmeckt nicht so, wer mag, aber Vollmilch würde ich empfehlen, also frische, 1 Liter Fruchtbuttermilch, zum Beispiel Multivitamin oder wenn ihr was anderes mögt, nehmt ihr einfach Erdbeer oder was es halt gibt. 1 Kilogramm Weizenmehl, das 550er, ganz wichtig, steht auf der Packung drauf. 1 Kilogramm Weizenvollkornmehl, einfach weil es herzhafte Waffeln sind. 750 Milliliter Cola, ihr könnt auch Floramatte reinmachen, wenn ihr das lieber mögt. Aber mit der Cola war das schon ganz lecker. 40 Gramm Currypulver, 2 Kilogramm Currywurst, ohne Darm, ganz wichtig, weil sonst poppt das an den Waffeln also fest, das ist nicht so nett. Und 5 Knollen Knoblauch, sehr klein geschnitten natürlich, damit das auch alles schön in die Waffel geht. Und das Ganze verfeinert durch eine Prise Salz. Wenn ihr mögt, noch etwas Zitronensaft und dann, ja, könnt ihr loslegen. Am besten ist natürlich erstmal das Mehl mit dem Zucker, Backpulver und Currypulver vermengen. Hört sich schon sehr, sehr lecker an. Dann die Flüssigkeiten unterrühren, die in dem Rezept stehen. Und die Currywurststücke, und den Knoblauch unterheben. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Guten Appetit. Und ich werde gleich noch natürlich eine Waffel vorbereiten mit Toppings, die wir vorbereitet haben. Wir haben natürlich hier unseren Curry-Ketchup zur Currywurst, passt das super. Glitzerschnee, essbar natürlich, also wie Puderzucker anzuwenden. Dann haben wir noch Schmand vorbereitet. Den kann man super drauf machen. Und Schmand mit Kirschmarmelade vermischt, auch sehr lecker. Also
Guckt mal, was euch so schmeckt. Probiert euch aus. Ich kann es nur empfehlen. Wow. Also ich kann es kaum glauben. Letztes Jahr habe ich die Waffelshow noch als Zuschauerin gesehen. Und es macht wirklich Spaß. Und ich hoffe, wir haben es bald mal wieder auf einem Präsenzkongress. Das wäre total toll. Und es gibt noch mehr Waffelmythen, habe ich gehört. Und die habt ihr auch noch per Einspieler irgendwie vorbereitet, richtig? Hallo, wir sind's, die beiden. Wir sind dick und dick. Aber dann sind wir ja beide dick. Oh ja, das ist doof. Ja. Wir sind die breite Masse. Genau. Die breite Masse. Ja, wie ihr ja bereits aus der Entstehungsgeschichte der Waffel wisst, braucht es zum Waffelbacken viel Hitze. Genau. Jetzt gibt es aber etwas Neues, etwas revolutionär Neues im Waffelbusiness, nämlich... Die kaltgepresste Waffel. Erzähl doch mal. Ja, also normalerweise kennt man das ja, heißes Waffeleisen, Teig rein, Waffeleisen zu, ein paar Minütchen später... Wenn man nicht aufpasst, aua. Genau. Und, wenn man zu lange wartet, schwarz. Ja, genau. Und da hat man eine fertige, warme Waffel. Waffel. Aber wie die Wissenschaft ja auch festgestellt hat, gibt es noch andere Zubereitungsmethoden, außer durch ein heißes Waffeleisen. Zum Beispiel auch durch entweder lange warten. Aber, das wäre dann aber eher die altgepresste Waffel. Genau, will ja keiner, weil wer will schon alte Waffeln? Ist ja kein Wein. Ja, oder Whisky. Ja, genau. Ja, die machen ja da immer so einen riesen Tamtam rum. Das ist ein 1969er Rübelsheimer Nierentritt, der haut richtig rein, das merkt man gleich. Genau. Nee. Wir machen das mit ganz viel Druck. Mit ganz viel, also wie das halt im IT-Business üblich ist. Genau. Nee, mit physikalischem Druck. Ja, also wirklich so. Ja, genau. So mit, quasi. Als würde man Diamanten oder sowas herstellen, also quasi. Haben nicht die Jungs von Methodisch Inkorrekt so eine Diamantenpresse? Meint ihr, die könnten wir uns mal ausleihen für ein bisschen? Es gibt auch Waffeln. Ja. Ja, Diamantenpressen, Waffelpressen. Könnte doch funktionieren. Methodisch Inkorrekt. Wollen wir das mal beim nächsten Vor-Ort-Kongress irgendwie ausprobieren oder dazwischen, wenn diese ganze komische Sache alles etwas strukturierter funktionieren kann, weil man dann mit einem Plan vor Ort ist. Etwas, was wir seit Jahren nicht geschafft haben, aber vielleicht für die nächste oder über oder die fünftnächste Waffelshow. Wir werden das mal ausprobieren. Was ihr auch noch ausprobieren könnt, ist die coole Vanity Number WOC. Da hat nämlich ein ganz hübsches Einhorn für uns einen Telefonserver gebastelt. Und darüber könnt ihr jetzt nicht nur zum nächsten Waffeloperator verbunden werden, sondern natürlich auch das Rezept euch vorlesen zu lassen. Also WOC ist eine Vanity Number im Decknetz, also das wäre die 962. Im Eventphone Deck einfach anrufen, wenn ihr wissen wollt, wie war das denn nochmal mit dem Teig oder direkt euch weiter verbinden lassen wollt zum nächsten Waffelmeister. Und dann kommen wir auch schon allmählich zum Ende dieser Waffelshow. Etwas unstrukturierter als erhofft. Von daher verabschiede ich mich hier schon mal, gebe rüber zur Seabase und wünsche euch allen noch einen wunderhübschen RC3. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank, L3D. Ja, das mit dem Pressen, das war ein gutes Stichwort, weil wir mussten uns natürlich ausprobieren mit unserer neuen Currywurstwaffel. Und wenn man den Teig hier reingemacht hat, dann sollte man am Anfang pressen, damit die Waffel auch richtig gut wird. Okay? Ja, wir hoffen auch, dass es nächstes Jahr einen Präsenzkongress gibt. Sehr spätestens aber in 2 Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Stehen wir zusammen auf der Bühne, machen leckere Waffeln, lassen uns bis dahin noch richtig besondere Rezepte einfallen. Und ja, hat trotz alledem Spaß gemacht.
Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Noch viel Spaß auf dem RC3. Wir hoffen, wir sehen uns bald mal wieder auf einem Präsenzkongress. Das wäre total toll. Also einen schönen Abend noch und guten Appetit. Ciao. Gucken die immer noch zu. Hier gibt's nichts mehr. Umschalten. Tschüss. Tschüss. Senderwechsel. Abschalten. Klick. Switch. Hast du uns jetzt gerade eben nach links geswiped? Oder war das jetzt links? Toll. Ja. Wow. Sinnlos. Genau. Kannst du abstellen. Ja. Ja, hey, danke, dass ihr hier bei der RC3 Waffelshow State of the Waffel zugeschaut habt. Dankeschön. Dann wisst ihr ja jetzt, wie das mit den Waffelbacken funktioniert und könnt das selber nachmachen. Waffeln. Genau. Dann habt noch einen schönen Kongress. Ja, tschüss. Ciao. Wir singen. Adele. Cyrilö. Ciao, ciao. Was ist denn noch lange machen? Müssen wir noch lange winken hier? Ich weiß nicht. Ich hab schon auf Winkelkatzenwinken umgestellt. Ja.